Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur 10. Folge Banished. Und wir leben immer noch, kann ich nur immer wieder wiederholen. Wir warten ja hier, dass hier unser Obdachlosenasyl fertig wird, falls wir dann doch ein bisschen mehr Zuzug haben, dass sie irgendwo einziehen können. Was ist mit ihm hier? Fehlt noch einer? Okay. Ich habe jetzt einfach mal alles vollgeknallt hier mit Pharma. 6 von 6 Pharma eingesetzt. Gut, ist das jetzt so ungewohnt hier für mich? Produktion, ach hier. Wisst ihr was, ich glaube, ich gucke hier dann nur ab und zu mal rein. Ich mache wieder mein altes System. Genau. Genau. Den nicht. Den noch? Ah, okay. Wisst ihr, wenn man sich erstmal, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, wenn man sich ja erstmal dran gewöhnt hat. Ah, unser Borderhaus ist fertig. Müssen da irgendwelche Einwohner sein? Nö. Okay, da können jetzt welche einziehen, das ist schön. An den Wegen wird gebaut, okay. Tja, ich finde, es ist ein bisschen zu viel Regen, dadurch ist es für mich immer, aber vielleicht spart es ja auch Ressourcen, weil die Farben ja da nicht so brillant sind und so. Jetzt haben wir den späten Frühling, 15 Grad plus, und hier mit der Feldbewirtschaftung passiert fast gar nichts. Obwohl ich schon 6 von 6 Farmer eingesetzt habe, naja, gucken wir mal. So, im Steinbruch wird gearbeitet, das ist sehr schön, Holz sieht ganz gut aus. Da werden wir aber gleich mal hier nochmal eine Bresche schlagen. Hier so. Ja, das ist das mal nachher. So. Neuzuzug haben wir noch nicht. Da wird jetzt neu. Wir machen mal ein bisschen schneller. Da wird jetzt nur neu gedingst. Okay. Feld bebaut. Obwohl die haben das alte vom letzten Jahr irgendwie noch gar nicht abgeerntet gehabt. Ach nee, das wächst schon. Ach, das ist ja schön. Gut. Was wächst hier? Dasselbe Zeug, wa? Okay. So, habt ihr den Brunnen mittlerweile mal fertig? Wir hatten doch da extra... Wir hatten doch hier irgendwo ein Brunnenfundament mit einem nicht fertiggestellten Brunnen. Ah, da ist er. Okay, der ist fertig. Muss man da irgendwas einstellen? Nö. Der ist einfach so da. Okay. So, wie sieht's aus? Brennholz, Sissel, Nahrungsmittel gehen irgendwie so ein bisschen in den Bach runter. Ich glaube, da müssen wir noch was machen. Was können wir nahrungsmäßig noch machen? Lass uns doch mal hier gucken bei Inventory. Hier haben wir unsere geernteten... Ne, hier Mushroom-Pilze und Herbs. Ah, okay. Wo sind denn unsere Pilzsucher? Habe ich schon wieder ganz vergessen. Ah, hier braucht man einen Markt, einen Händler. Okay. So. Damit das Ding läuft, was auch immer der macht. Hier haben wir keine Woodcutterer oder was? Doch, 2 haben wir. Ah, die warten auf Nachschub, okay. Das Werkzeug geht ein bisschen runter. Weil unser Eisenvorrat... Die Kohle. Unser Eisen, wo ist denn hier Eisen? 75, ne? Geht doch. Geht doch eigentlich. So 43 Kohle haben wir. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen Eisen nachlegen. Lass uns mal gucken, wo hier noch Eisen ist. Hier ist noch Eisen. Eisen. An die Stein. Eisen hier. Sollen wir da noch ein bisschen aufstocken? Guck mal, hier hinten ist noch ein ganzer Batzen Eisen. Den werden wir auch noch mitnehmen. Und hier ist noch Eisen. Naja, da können wir uns ja nicht beklagen. Haben wir noch gar nicht alles abgesucht. Hier ist noch Eisen. Sollte erstmal reichen. Und dann könnten wir eigentlich noch ein bisschen mehr Beeren sammeln. Was haben wir hier? Da ist ein Gateway. Und hier... eine Hunting-Kabine. Okay. Aber hier auch ein Gateway noch? Eine Forester Lounge, okay.
Eigentlich noch ein Gatorer gebrauchen. Oh, Nahrungsmittel ist extrem low. Extrem low. Aber gleich wird die Ernte eingetrieben. Gott sei Dank. Dann werden wir ein paar mehr Nahrungsmittel haben. Vielleicht sollten wir uns so langsam mal einen Kuhstall bauen. Können wir denn jetzt hier schon handeln? Würde mich mal interessieren. Nee, nicht wirklich. Ist einfach nur wie ein Lager oder was? Ist mehr für die Bewohner. Also in dem Sinne handeln kann ich hier scheinbar nicht. Naja. Vielleicht hilft es einfach für die Verteilung der Lebensmittel. Okay, dann werden wir jetzt mal einen Markt. Der muss ja an einem Fluss sein, glaube ich. Ups, wo bin ich denn jetzt? Ne? Hier so ein Trader. Der muss, glaube ich, an einem fließenden Gewässer sein, so wie ich das verstanden habe. Fließt der? Der fließt doch, oder? Na, minimal, wa? Ob das reicht? Nee, das ist ein Fluss. Ein fließendes Gewässer, was irgendwie auch Verbindung hat mit Pipapo, das hier müsste sein. Was ist denn hier low? Ist wieder weg. Ja, da würde ich mal hier so einen komischen Trader hinbauen, dass wir von dem mal vielleicht ein paar Kühe kaufen können. Ist das hier? Trading Post, ja. Ist ja, dass wir von dem ein paar Kühe kaufen können. Hallo? Trading Post? Achso, der muss so lang stehen. Haha. Na, willst du nicht? Müssen wir natürlich jetzt hier eine Stelle finden, wo der hin... den hinbauen können. So. Ne, das ist doof. Hier vielleicht. Hier. So. So. Ey, du komm, hör auf. So. 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 Nein. Ey, komm. Der ist aber schwer hier einzupassen in die Landschaft. Junge, Junge. Oder hier, warte mal. Hier ist ihm zu steil, könnte ich mir schon denken. Ah, wo können wir den denn jetzt hinbauen? Hier ist überall rot. Ah, hier, hier, gar nicht so einfach. Hier? Hier? Oh nee, ey, komm, alter Trader, hier. Hier! Nee, immer noch einer. So, so. So passt das mir aber zu weit weg. Da bin ich jetzt ein bisschen verwöhnt. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, es geht jetzt in die richtige Richtung hier. So, so, so. Nein, das ist zu steil. So. So. Nein, so. Oh, ist schon wieder Winter. Wir haben Feuerholz, okay. Ach, du komischer Trading Post. Mann. Das ist jetzt aber ein bisschen knifflig, den hier unterzubringen. Eieieiei. Müssen wir den wohl doch hier, wo es gepasst hat, hinbauen, wa? Das hier hat er doch gepasst, hier. Hier hat es gepasst, wenn man das richtig eingestellt hatte. Nee. Menno. Ich will sofort meinen Trader. Also richtig super doll sieht es ja mit der Nahrung nicht aus. Oh, scheinbar haben wir jetzt wirklich neue Einwohner bekommen durch unseren Dingsbumster. So. Gut, da müsste man aber hier einen Tunnel durchbauen, oder wie? Hier. Nein, 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 nein. Oh Gott, was für eine Futzelei. Der Trader passt nicht. Mist. Mama, Mama, der Trader passt nicht. Hier. Hier, aber doch hier. Nein, das ist zu hoch. Hier. Hatte ich schon tausendmal probiert. Sag mal, meine lieben Freunde, wo soll ich denn dann... Wo soll ich den denn dann hinbauen? Da geht der jetzt die ganze Folge für drauf. Drauf. Die ganze Folge für drauf. Ah, guck mal hier. Oh, ich hatte nicht früher dran gedacht. Das wäre doch hier eine durchaus akzeptable Ecke für einen Trader. Los, komm, 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 komm. Hier, guck mal, hier ist doch super geil. Komm, beschwer dich nicht. Warum ist da einmal rot? So, jetzt.
Trader. Trader. Gut, baue jetzt den Trader. Zack. Ja, Trading Post, Trading Post, Trading Post. Und der Trader bekommt jetzt auch eine anständige Straße. Okay. So. Und so. So, damit die Straße ein bisschen schneller fertig wird, kommen da noch ein paar. Sehr schön. Eisenbestände sind gestiegen. Werkzeug ist nicht so dolle. Wobei ich jetzt auch nicht wirklich... Warte mal, da müssen wir nämlich hier nochmal ein bisschen aufräumen. Wir werden mal die Steine hier noch wegnehmen. Und ein bisschen Bäume noch wegnehmen. Hätte aber auch gleich alles markieren können, oder? So. So, da vor dem Trader mal ein bisschen frei machen. Da könnten wir eigentlich sogar so ein Lager hinmachen vielleicht. Stockpile, genau. Warum auch immer, so vorsichtshalber. Ein kleines. So. So. Guck mal hier, was hier an Unmengen für Tiere rumlaufen. Könnten wir doch fast noch einen Hunter hier bauen. Klamotten haben wir 50. Weil die Stadt wird ja hier in diese Richtung auch noch wachsen. Wie sieht es hier aus? Gibt es hier eine Chance? Ja, hier oben. Lass uns mal noch einen Hunter bauen. Hunter, hier. Hunting-Kabin. So. Okay, und... Ah, es wird wieder hell, es wird wieder Tag. Und wir sind so mutig und bauen tatsächlich noch von der Hunting-Kabine aus einen Weg. Ein Weg zu... Oh, ist der weit? Ist der weit? Alter Schwede, komm hier. Mal gucken, wo ist die Hunting-Kabine da? So, 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 so. So. Alter Schwede. So, dann kann er da mal hunten. Trading Post, wird da dran gearbeitet? Ja, es geht ja hier wie Huppertz. Und in der Zeit bauen wir jetzt schon mal, wie sieht's aus? Nahrung ist immer noch nicht so super optimal. Wir leben jetzt von ein paar Vorräten. Ich würde mal ganz gerne noch eine, es geht mir schon wieder alles viel zu schnell, eine Tierzucht bauen. Und zwar eine richtig große, so groß wie es geht, wa? Hier so rein. So. So. Vielleicht sogar zwei Tierzuchten. So. Ja, das war jetzt völlig unvernünftig. Das ist jetzt ein bisschen im Experimentierstadium, dass ich hier einfach zwei Tierzuchten baue. Trader wird gebaut, okay. Was haben wir hier? Ach, das war ja Eisen, fällt mir gerade ein. Was ist denn das hier eigentlich gewesen? Ach, Kohle, okay. So, hier könnt ihr bauen. Wir werden mal die Hunting-Kabine, weil wir ja Werkzeug brauchen, werden wir die mal auf höchste Priorität setzen. Oh, 8 Bilder haben wir. Wow, guck mal, wie schnell 8 Bilder hier diesen Weg bauen. Das ist ja unglaublich. So. Wir können auch bald mal anfangen, mit Steinwege zu bauen. Wir haben 3 Miner. Lass uns nochmal, wir haben jetzt so viele Leute, wir machen nochmal ein Miner mehr, ein Steinkotter mehr. Ein Schmied, okay. Ein Brauer haben wir noch nicht. Vielleicht sollten wir noch eine Brauerei bauen. Labor, wir werden mal einen Bauarbeiter abziehen. Es geht natürlich jetzt alles total zügig. Heute sehe ich gerade, ist ein bisschen knapp. Oh, es ist einer gestorben. Woran ist der denn gestorben? Also ich denke mal einfach so... Ach nee, wurde vom Stein erschlagen. Okay. Sowas kommt schon mal vor, würde ich einfach mal sagen. So, wir brauchen noch mehr Holz. Holz, 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 Holz. Dann lass uns doch mal noch ein bisschen Holz farmen. Guck mal hier. Hier den ganzen Wald hier könnt ihr mal abhacken. So, so, so.
Oh, der Trading Post neigt sich der 61% zu. Haha. So, weiter geht's. So, wir haben den ersten Friedhof. Hier ist jemand gestorben. Wie traurig. Können wir das sehen, wer das war? Nö, einer. 45 Leute passen dahin. Gut. Ach so, unser Boardinghaus. Wie viele Leute wohnen denn da jetzt schon? Noch keiner. Okay. Und trotzdem haben wir so viele Leute. Na gut. Muss ich da noch irgendwas einstellen hier? Nö. Guck mal, hier kannst du nichts einstellen. Da kommen die dann halt. Gut, schön. Hier werden die Dinger gebaut. Wie sieht's aus? Trading Post. Baut mir mal den Trading Post fertig. Also Arbeiter, muss ich mal sagen, haben wir jetzt gut. Fischer voll besetzt. Alles hier. Forester haben wir nicht so voll besetzt. Herdsmänner, Farmer, Bilder. Frühsommer haben wir. Ja, eine Brauerei oder eine Apotheke könnten wir natürlich mal machen. Aber unseren Leuten geht es gesundheitlich einfach total gut. Die. Was haben wir nicht mehr? Reserve auf. Ah, Essen ist low, okay. Ist ja bald Ernte. Macht euch mal nicht ins Hemd hier. Macht euch mal nicht ins Hemd. Wir werden ja gleich noch hier die Tierzucht erstellen. Und dann werden wir uns ein paar Tiere hier einkaufen, dass wir noch ein bisschen andere Nahrung haben. So. Steinhäuser wären dann ja auch irgendwann mal fällig, aber ob dann nur mehr Leute wohnen, weiß ich auch nicht. Vielleicht noch ein zusätzliches Haus bauen? Was haben wir? Ach nee, ich wollte ein Krankenhaus bauen. Genau, lass uns doch mal einfach ein Krankenhaus bauen. Guck mal hier. Haben wir eine Schule? Haben wir ja schon. Eine Kirche. Ist ein teurer. Ein Krankenhaus ist billiger. Hier Hospital. Ja. Können die mal zum Arzt gehen, die Leute? Gibt es da eigentlich einen Radius? Habe ich jetzt ja nicht drauf geachtet. Nee. Kein Radius. Können wir da noch was einsetzen hier? Okay. Wird schon wie irre dran gebaut. So, jetzt müsste der Trading Post auch fertig sein, wenn die da so schnell. Ach, guck mal hier. Hier gibt es noch ganz viel Zeug einzusammeln. Pilze. Pilz, warte mal. Das kann man nicht direkt. Hier, so können wir jetzt sagen, ey, die sollen die Dinger hier noch einsammeln. Kann man sozusagen per Hand Kräuter sammeln, das ist natürlich auch cool. So. So, wir haben Spätsommer, okay. Trading Post ist fertig, klasse. Und dann gucken wir mal. Trader, Trader, wa? Heißen die doch hier ein Trader. Oh, sechs Trader kann man da einstellen. Ich stell mal zwei Trader ein, was auch immer das bringt. Wir könnten mal natürlich nochmal ins Wiki gucken. Trader. Chizizens, Einwohner. Nee, ich will wissen. Ach nee, Berufe. Wir müssen ja bei Berufe gucken. So. Bei Berufen müssen wir gucken. Ressourcen, Berufe. Wo sind die Berufe? Haben wir eigentlich auf Pause gestellt? Ja. Berufe brauche ich. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier mal nachgucken, Spezialinformationen über den Trader einzufangen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Darf ich nicht vergessen, da freue ich mich immer total drüber, wenn ihr wieder einschaltet hier. Tschüss.